Hallo, mein Name ist Sandro Giuliano und ich begrüße euch recht herzlich zu Mr. Immo Show, Erste. Hereinspaziert. Ja, wir befinden uns hier im ersten Wiener Gemeindebezirk, also in der Wiener Innenstadt, und ich zeige euch heute eine 65 Quadratmeter Wohnung in einem klassischen, tollen Altbau. Wir beginnen mit dem Eingangsbereich, da ist zugleich der Vorraum, bietet genügend Platz, sich umzuziehen etc., hat auch genügend Platz für Mäntel und so weiter, Jacken. Hier haben wir gleich das WC, wichtig mit Handwaschbecken. Ebenfalls findet man die Gastherme im WC, ja, wichtiger die das Ablüftesystem im WC vorhanden, schaltbar mit dem Licht, also das geht beides automatisch. Wir befinden uns hier jetzt im offenen Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Der Raum, es ist ein Raum und der beinhaltet Küche, Schlafbereich und Wohnzimmer. Sehr interessant gelöst. Das heißt, hier haben wir eigentlich Platz für eine Essecke oder für ein Büro, Schreibtisch etc. Wir haben überall Stauraum, das ist wirklich sehr interessant gelöst. Und das Tolle daran ist, wenn man mal Gäste hat, zieht man einfach den Spiegel runter und hat auf einmal Gäste mit. Und wenn der Gast wieder weg ist, klappt man es wieder hoch und hat dann Platz wieder für sich. Ja, dann geht es gleich weiter mit der Küche. Die Küche bietet, glaube ich, auch genügend Platz zum Kochen, zum Essen, zum Lagern. Und das Tolle ist auch, wir haben da zwei Barhocker, also man kann auch da wirklich schön essen, hat wirklich genug Platz für zwei bis drei Personen. Die Wohnung ist eigentlich perfekt für einen Single-Haushalt oder für ein jüngeres Pärchen. Ja, da sind wir jetzt im Wohn- und Schlafbereich. Das heißt, wie bei der Gastronomie, ist es so, dass wir den Raum wirklich optimal ausgenutzt haben. Das Tolle ist auch, wir haben da einen begehbaren Kleiderschrank. Das Licht funktioniert mit Bewegungsmelder. Kann man seine Kleider gut lagern und ist trotzdem nicht im Weg. Ja, der Platz ist eigentlich für das ausklappbare Bett, wie drüben beim Gästebett. Überall mit Deckenspots, die Beleuchtung hier ist wirklich sehr interessant, sehr hell, deshalb auch ein wirklich moderner. Der Balkon ist westlich ausgerichtet, das heißt, man hat hier wirklich eine tolle Nachmittags- und Abendsonne. Jetzt haben wir 16 Uhr und man merkt, man hat jetzt da bis am Abend, bis sie dann im Westen untergeht, genießt man die Sonne. Ist praktisch, wenn man am Abend heimkommt von der Arbeit, sich noch ein Gläschen Wein gönnen will, hier heraus und sitzt und den Abend ausklingen lässt. Und das bei so einer Aussicht, weil man schaut, man hat einen direkten Blick zur Votivkirche. Ein bisschen links dahinter sieht man noch die Spitze vom Rathaus. Und auf der anderen Seite rechts hat man einen Blick Richtung Donauturm. Man ist trotzdem ein bisschen, ja, ich will nicht sagen alleine, aber es ist doch eine Dachgeschosswohnung, wo man ein ganz eigenes Flair genießt. Jetzt eigentlich weiter in das Badezimmer. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Vom Platz her ausreichend mit Handtuch, Heizkörper, Dusche. Das muss man sich mal vorstellen, man hat in einer 65 Quadratmeter ebenfalls eine Sauna. Wie herrlich ist das bitte? Das im ersten Wiener Gemeindebezirk. Toll. Aufheizbar bis 110 Grad. Ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hier haben wir noch einen kleinen Saunaraum, beziehungsweise wo man, ja, Staubsauger, Waschgeräte etc. lagern kann. Ja, kleiner Abstellraum. Und da haben wir noch den zweiten Balkon, der ausgerichtet ist Richtung Innenhof. Auch ganz praktisch, man kann da bei der Silvesternacht ganz eigen zelebrieren. Man sitzt da heraus nach dem Sauna
Aufguss und stößt hier an mit seinem Glas Sekt. Eine herrliche Sache auf jeden Fall. Kann man sich so einreden lassen. Vor allem ist es sehr ruhig hier. Trotzdem so zentral. So Leute, noch einmal eine Zusammenfassung über die Wohnung. Also wir befinden uns im ersten Wiener Gemeindebezirk in einer Top-Lage. Die Wohnung hat ca. 65 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Kellerabteil liegt im Dachgeschoss, erreichbar mittels Aufzug, Gas, Thermenheizung. Und durch ihre Größe und durch den Grundriss ist sie natürlich perfekt geeignet für einen Single-Haushalt bzw. als Pärchenwohnung.